Glasklare Gewässer, paradiesische Strände, exotische Pflanzen. Allein der Gedanke an eine Insel weckt in vielen von uns das Fernweh. Bevor ihr nun jedoch eure Koffer packt und den Trip auf die nächste Trauminsel vorbereitet, solltet ihr erst einmal einen Moment innehalten. Denn tatsächlich birgt nicht jedes Eiland ein erholsames Urlaubserlebnis inmitten einer malerischen Landschaft. Demnach existieren auf unserem Globus auch zahlreiche Inseln, die mit waschechten Gefahren daherkommen. Um welche 10 Inseln ihr am besten einen großen Bogen machen solltet, erfahrt ihr in unserem nun folgenden Video. Quemada Grande. Die Quemada Grande, eine 33 Kilometer vor der brasilianischen Südostküste gelegene Insel, geriet in der Vergangenheit bereits als Eiland des Todes in die Schlagzeilen. Dies hat die Landmasse auf dem Atlantischen Ozean dem Umstand zu verdanken, dass sie die Heimat zahlloser Schlangen ist. Tatsächlich besitzt die Quemada Grande den Ruf, der Ort mit der höchsten Giftschlangendichte auf unserem Planeten zu sein. Veraltete Schätzungen gingen gar davon aus, dass sich dort bis zu 9 Schlangen auf nur einem Quadratmeter tummeln würden. Fest steht, dass tausende Insel-Lanzenottern auf der brasilianischen Insel zu Hause sind. Im Detail ist die Quemada Grande die einzige Region auf unserer Erde, in der diese spezielle Giftschlangenart vorkommt. Dort bewohnen die toxischen Kriechtiere die dichten Bäume ihrer Heimat, auf denen sie so lange ausharren, bis sich ein Vogel oder ein anderes Beutetier ihrem todbringenden Schlund nähert. Das Gift, welches die Insel-Lanzenotter ihren Opfern injiziert, wirkt binnen weniger Augenblicke. Experimente zeigten, dass das Schlangentoxin Mäuse innerhalb von 2 Sekunden tötet. Seit 1984 ist die Quemada Grande, die von den Brasilianern passenderweise als Schlangeninsel bezeichnet wird, ein offizielles Naturschutzgebiet, das nicht betreten werden darf. Saba. Offiziell unterliegt die Insel Saba in der östlichen Karibik noch immer der niederländischen Staatsgewalt. Das kleine, gerade einmal 13 Quadratkilometer große Eiland zählt gut 1900 stetige Bewohner. Was im ersten Augenblick wie eine malerische Landmasse inmitten einer bezaubernden Meereskulisse anmutet, ist jedoch in Wahrheit eines der gefährlichsten Areale auf unserem gesamten Globus. Dies liegt allerdings nicht an besonders gefährlichen Gifttieren, sondern an den außergewöhnlichen Wetterbedingungen, die regelmäßig auf Saba vorherrschen. Denn tatsächlich wurde keine andere Region der Erde in den letzten 150 Jahren von derart vielen Hurricanes getroffen wie diese beschauliche Karibikinsel. Danger Island. Wenn eine Insel bereits den Namen Danger Island trägt, liegt der Schluss nahe, dass es deutlich attraktivere Reiseziele gibt. Im Detail handelt es sich dabei um ein flaches, im Indischen Ozean gelegenes Eiland, das etwa 2 Kilometer lang ist. Die unbewohnte Danger Island gehört politisch zum britischen Territorium. Die namensgebende Gefahr, die von der Insel ausgeht, lauert vor allem in ihrer natürlichen Beschaffenheit. Denn tatsächlich ist es selbst für die erfahrensten Seeleute praktisch unmöglich, vor der tropischen Insel zu ankern. Wer dies in der Vergangenheit trotz dessen versuchte, riskierte nicht selten sein Leben. Dabei fielen vor allem einige frühe Entdecker und unvorsichtige Fischer der natürlichen Beschaffenheit zum Opfer. Nichtsdestotrotz gelang es einigen Wagemutigen in der Vergangenheit bereits, das Eiland zu betreten und dort die in rauen Mengen wachsenden Kokosnüsse zu sammeln. Bikini Atoll. Das Bikini Atoll im Pazifik umfasst 23 einzelne Inseln. Im ersten Augenblick könnte man glauben, dass es sich dabei um idyllische Urlaubsdomizile handeln würde. Das Tückische ist hierbei jedoch, dass die Gefahr, die dem Bikini-Atoll innewohnt, nicht mit dem bloßen Auge erkannt werden kann. Dies liegt daran, dass der damalige US-Präsident Harry S. Truman im Dezember 1945 anordnete, das Bikini-Atoll zum Schauplatz zahlloser Kernwaffentests zu machen. Die damals 167 Bewohner der Inseln wurden in dem Glauben, später in ihre Heimat zurückkehren zu können, umgesiedelt. So kam es, dass die US-Amerikaner insgesamt 67 Atombomben auf dem Bikini Atoll sowie dem nahegelegenen Eniwetok Atoll zündeten. Diese Waffentests führten allerdings auch dazu, dass die Inseln aufgrund der damit einhergehenden radioaktiven Strahlenverseuchung vollkommen unbewohnbar wurden. Und tatsächlich sollten die Inseln bis zum heutigen Tage nicht wieder besiedelt werden. Scharf kritisiert wurde indes auch der Umgang mit den Bikinianern.
So wurden die einstigen Bewohner des Bikini-Atolls auf äußerst lebensfeindliche Inseln umgesiedelt, die so gut wie keine Nahrungs- oder Trinkwasservorkommen aufwiesen. Die Lebensmittel, welche den Einwohnern zur Verfügung gestellt worden waren, reichten nur für wenige Wochen. Obwohl die umgesiedelten Personen bereits nach 2 Monaten darum baten, in eine andere Heimat gebracht zu werden, sollte es mehr als ein Jahr dauern, ehe auch die Regierung die schwere Unterernährung der Bikinianer registrierte und handelte. Ramri. Mit einer Fläche von 1350 Quadratkilometern avancierte Ramri zur größten Insel Myanmars. Allerdings hält Ramri auch noch immer einen der folgeschwersten Rekorde in der Geschichte, welcher es sogar in das offizielle Guinness World Records Buch schaffen sollte. Zu Beginn des Jahres 1945 tobten auf Ramri heftige Kämpfe zwischen der japanischen und britischen Armee. Schließlich gelang es den Briten, die Japaner immer weiter zurückzudrängen, bis sich diese schließlich dazu gezwungen sahen, sich in den dichten Sümpfen auf der Ostseite der Insel zu verschanzen. Was die japanischen Soldaten nicht ahnten, ihr neuer Zufluchtsort war auch das Zuhause zahlloser Leistenkrokodile. So kam es, dass etwa 400 Japaner von den gewaltigen, etwa 5 Meter langen Panzerechsen getötet und verschlungen wurden. Dieser Vorfall stellt bis heute die schwerste, von Tieren verursachte Katastrophe aller Zeiten dar. Reims. Um auf eine der gefährlichsten Inseln der Welt zu stoßen, müssen wir nicht unbedingt eine weite Reise quer über den Globus antreten. Auch die deutsche Ostseeinsel Reims hat sich ihren Platz in unserem heutigen Video redlich verdient. Im Jahr 1910 wurde dort unter der Schirmherrschaft des Bakteriologen Friedrich Löffler eine virologische Forschungsstätte errichtet. Dies sollte wiederum den Auftakt für eine der beständigsten Forschungseinrichtungen in der Geschichte darstellen. Noch heute befinden sich 89 Labore auf Reims, in denen die unterschiedlichsten Krankheitserreger unter die Lupe genommen werden. Das Gefährliche, die hochgefährlichen Viren, die in den Laboren lagern, könnten im Ernstfall verheerende Epidemien auslösen und Millionen Menschenleben kosten. Während die Insel noch bis in die 90er Jahre hinein von neugierigen Zivilisten besucht werden durfte, unterliegt das von Stacheldraht und Mauern umgebene Eiland heute den höchsten Sicherheitsstufen. Daher ist es jedem Unbefugten strengstens untersagt, einen Fuß auf die Ostseeinsel zu setzen. Aktuell untersuchen die dort arbeitenden Forscher hauptsächlich Tierseuchen wie etwa die Maul- und Klauenseuche, Ebola und BSE. Miyake-Jima. Die japanische Insel Miyake-Jima dient mehr als 2300 Personen als stetiges Zuhause. Was im ersten Augenblick lediglich wie eine gewöhnliche Statistik klingt, wird umso erstaunlicher, wenn wir uns vor Augen halten, dass die Landmasse im Pazifischen Ozean zu den vulkanisch aktivsten Gebieten auf unserem Globus gehört. Im 20. Jahrhundert wurden dort 4 schwere Vulkanausbrüche verzeichnet, bei denen insgesamt 11 Inselbewohner ums Leben kamen. Im Oktober 1983 zerstörten die ausgestoßenen Lavafontänen 400 Häuser, während 1400 Einwohner evakuiert werden mussten. Allerdings sind es nicht nur die regelmäßigen Vulkanausbrüche, die den Bewohnern von Miyake-Jima das Leben schwer machen. Auch die giftigen Schwefeldioxidgase, die aus dem Erdreich strömen, stellen eine große Gefahr dar. Zu Beginn der Jahrtausendwende ergaben Untersuchungen, dass täglich rund 80.000 Tonnen der toxischen Gase in die Atmosphäre gelangten. Nachdem der entsprechende Wert wieder gesunken war, kehrten die zuvor umgesiedelten Bewohner wieder in ihre Heimat zurück. Allerdings tragen sie nun fast immer Gasmasken, um sich vor den gesundheitlichen Folgen des ausströmenden Schwefeldioxids zu schützen. North Sentinel Island. Inmitten des Indischen Ozeans lebt einer der letzten Volksstämme, der es erfolgreich geschafft hat, sich den Einflüssen der modernen Zivilisation noch immer zu entziehen. Demnach wird die North Sentinel Island ausschließlich von der indigenen Volksgruppe der Sentinelesen bewohnt. Um ihre Stammesangehörigen vor potenziellen Gefahren und Eindringlingen zu beschützen, bedienten sich die Sentinelesen in der Vergangenheit nicht selten todbringender Mittel. So kam es, dass viele Kontaktversuche für die Besucher einen tödlichen Ausgang nahmen. Zu Beginn des Jahres 2006 wurden 2 Fischer ebenfalls von Sentinelesen getötet. Um Vorfälle dieser Art zu verhindern und den Lebensraum der indigenen Bevölkerung zu schützen, erklärte die indische Regierung die Insel bereits 10 Jahre zuvor zum absoluten Sperrgebiet.
Diesem Gesetz widersetzte sich der US-amerikanische Missionar John Allen Chau, als er die North Sentinel Island im November 2018 betrat, um Kontakt zu den Inselbewohnern zu knüpfen. Allerdings wurde der Geistliche bei diesem Annäherungsversuch mit Pfeilen getötet. Seine Leiche befindet sich noch immer auf North Sentinel Island. Greenard Island. Während des Zweiten Weltkrieges zog das britische Kriegsministerium den Einsatz einer verheerenden Massenvernichtungswaffe in Erwägung. So standen im Juli 1942 Pläne im Raum, welche das Ziel verfolgten, die deutsche Bevölkerung durch die gezielte Verwendung von Milzbranderregern zu dezimieren. Im Detail sah die Operation Vegetarian den Abwurf von kontaminierten Leinsamenkuchen vor. Die Gebäckstücke sollten anschließend von Nutztieren gefressen werden. Durch den Verzehr des verseuchten Fleisches sollte es letztlich auch unter den deutschen Zivilisten zu einer Masseninfektion kommen. Um die Wirkung der Milzbranderreger zu erproben, wurden rund 80 Schafe auf der schottischen Greenard Island mit der Krankheit infiziert. Nachdem der Testlauf vollendet war, mussten die britischen Experten jedoch überrascht feststellen, dass die Sporen der Krankheitserreger auch in den Boden der Insel eingedrungen waren. Greenard Island galt daraufhin als dauerhaft verseucht und unbewohnbar. Es sollte bis zum Jahr 1986 dauern, ehe die Regierung dem Druck der Öffentlichkeit nachgab und schließlich die Dekontaminierung des Eilands einleitete. Obwohl Greenard Island im Jahr 1990 wieder für bewohnbar erklärt wurde, zählt sie heute noch immer keinen einzigen stetigen Einwohner. Farallon-Inseln. Einige Kilometer vor der Küste San Franciscos befinden sich die Farallon-Inseln. Die zerklüfteten vulkanischen Gebilde und Felsen gerieten in die Schlagzeilen, da die US-Regierung in den umliegenden Gewässern einst zahllose Nuklearabfälle entsorgte. Zwischen den Jahren 1946 und 1970 wurden immer wieder radioaktiv verseuchte Abfallstoffe nahe der Inselgruppe versenkt. Noch immer können wir nicht mit letzter Sicherheit sagen, wie groß das Ausmaß der radioaktiven Verseuchung auf dem Grund des Ozeans und den Inseln wirklich ist. Tatsächlich wurden die ursprünglichen Pläne, die hochgefährlichen Stoffe zu bergen und anschließend in spezielle Endlagerstätten zu überbringen, schnell wieder verworfen. Zu hoch seien die Risiken für die Menschen, die mit einem solchen Unterfangen einhergehen würden. Was denkt ihr über die 10 vorgestellten Inseln? Kennt ihr weitere gefährliche Inseln, die es nicht in unser heutiges Video geschafft haben? Verratet es uns ganz einfach unten in den Comments. Wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Lasst uns auch gerne ein Abo da, um nie wieder eines unserer Videos zu verpassen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.